Im Stadtrat ist am Dienstagabend die Geschäftsordnung und die Hauptsatzung neu geregelt worden. An meiner Seite Oberbürgermeister Stefan Skora. Was sind das eigentlich für Satzungen? Was das steht da drin? Also die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung ist eigentlich das Grundgesetz des Stadtrates. Da ist definiert, wie groß sind die Fraktionen, wie erfolgen Wahlen, Abstimmungen, wie setzen sich die Fraktionen auch in bestimmten Sachen zusammen. Das ist geregelt. Und bei den Geschäftsordnungen ist das Ganze einfach, wie kann man Anträge formulieren und wie werden auch Mehrheiten gefunden. Also wie gesagt, das ist einfach ein Grundgesetz des Stadtrates. Wie sieht es aus? Warum musste das jetzt eigentlich neu gemacht werden? Es lag ja wohl der alte vor. Ja, wir hatten schon eine Hauptsatzung, eine Geschäftsordnung über viele Jahre, aber die sächsische Gemeindeordnung ist geändert worden. Wir sind nicht mehr kreisfrei, auch wenn das schon einige Jahre zurückliegt, aber wir hatten noch die alte Hauptsatzung. Aber insbesondere ist es die Änderung der sächsischen Gemeindeordnung. Und wir haben jetzt die Regelungen dort aufgegriffen und in die Hauptsatzung und in die Geschäftsordnung eingepasst. Nun machen wir ja kein Fernsehen für Stadträte, sondern für die Bürger. Kommen wir mal zu den Punkten, die eigentlich die Bürger betreffen. Geändert wurde unter anderem die Bürgerfragestunde. Ja, also die ist eine Stunde geblieben, aber es ist jetzt auch möglich, Fragen zu stellen zur Tagesordnung. Das war in der alten Hauptsatzung und Geschäftsordnung nicht vorgesehen. Und das hat immer wieder zu Irritationen auch in der Bürgerschaft geführt, weil man gesagt hat, wir wollen ja Fragen auch zum Tagesordnungspunkten stellen. Das war bisher nicht möglich, das ist jetzt möglich. Festgehalten wurde auch eine jährliche Einwohnerversammlung. Ja, also es muss jetzt einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung durchgeführt werden. Ich lade dann dazu ein, einer muss das ja dann auch machen und der Stadtrat beschließt darüber. Und die Themen können aus der Bürgerschaft kommen, auch die Stadträte selber werden Themen vorschlagen. Also es ist jetzt eine sozusagen eine Selbstbindung, eine Vorschrift, dass man das einmal im Jahr macht. Bürgerbegehren werden deutlich einfacher geregelt. Ja, es ist deswegen etwas einfacher, weil das vorgeschriebene Quorum der Menschen, die dieses Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid fordern können, von 10% auf 5% gesenkt wurde. Also man braucht weniger Unterschriften und Zustimmungen aus der Bürgerschaft, um sein Ziel zu erreichen oder sein Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und wenn so ein Bürgerbegehren erfolgreich war, was dann? Ja, dann ist dieses Bürgerbegehren gleich einem Stadtratsbeschluss. Das bedeutet also, als wenn der Stadtrat das beschlossen hat und die Verwaltung oder die, sage ich mal, Institutionen, die davon betroffen sind, haben diesen Beschluss, dieses Bürgerbegehren, diesen Bürgerwillen auch umzusetzen. Es klingt ja so, als wenn man wirklich diese Öffentlichkeitsarbeit mit der Bevölkerung ins Gespräch kommt, jetzt doch irgendwie deutlich ernster nimmt, oder? Ja, natürlich nehmen wir das ernster. Deswegen wurde ja auch die Änderung in der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass es vorher nicht schon gab und dass sie nicht ganz so ernst genommen wurde, sondern es ist ganz einfach. Es ist jetzt in dieses Grundgesetz, wie ich schon sagte, des Stadtrates gegossen und dokumentiert. Und das ist so eine Handlungsrichtlinie, die auch nach außen zeigt, diese Öffnung und Öffentlichkeit, die die Bürgerinnen und Bürger wünschen und die auch in unserer Gesellschaft notwendig ist. Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.